Hallo, mein Name ist Marquard Marker. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und vertrete seit 2015 Arbeitnehmer und Arbeitgeber in arbeitsrechtlichen Belangen, insbesondere im Bereich Kündigungsschutz. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses bedeutet in der Regel einen herben Einschnitt in Ihre individuelle Lebensplanung. Daher ist es von größter Bedeutung zu wissen, worauf es ankommt, welche Rechte Ihnen zustehen und wie diese durchzusetzen sind. Dies ist nicht nur wichtig für die Frage, ob die Kündigung überhaupt rechtmäßig ergangen ist, sondern auch, ob Ihnen im Vergleichsfall eine Abfindung zusteht und wie hoch diese ausfallen kann. Mit diesem kurzen Video möchte ich Sie kurz auf die 8 wesentlichen Aspekte aufmerksam machen, auf die es nach Erhalt einer Kündigung zu achten gilt. Erstens, Fristen beachten. Nach Erhalt einer Kündigung haben Sie 3 Wochen Zeit, im Wege einer Kündigungsschutzklage gegen die Kündigung vorzugehen. Diese Frist beginnt mit der Zustellung der Klage. Das bedeutet Zustellung der Klage durch persönliche Übergabe oder durch Einwurf in Ihren Briefkasten. Wenn Sie die Frist verpassen, dann ist die Kündigung wirksam, und zwar unabhängig davon, ob der Arbeitgeber Sie gegebenenfalls zu Unrecht oder zu Recht ausgesprochen hat. Neben dieser 3 Wochen Frist gibt es eine weitere, kürzere Frist, die zu beachten ist, nämlich die einwöchige Frist zur Zurückweisung der Klage. Dies ist immer dann zu prüfen, wenn der Arbeitgeber durch einen Bevollmächtigten und nicht persönlich die Kündigung ausgesprochen hat und dieser Bevollmächtigte keine Vollmacht vorgelegt hat. Diese Frist ist insbesondere dann wichtig, wenn auf Sie das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist. Zweiter Aspekt, Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes. Wenn Sie länger als 6 Monate im Betrieb tätig sind und der Arbeitgeber mehr als 10 Vollzeitarbeitsplätze besetzt, gilt für Sie das Kündigungsschutzgesetz, sprich der allgemeine Kündigungsschutz. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber vor Gericht die Kündigung begründen muss. Gründe können in Ihrer Person liegen, zum Beispiel bei langdauernder Krankheit oder auch in Ihrem Verhalten, zum Beispiel bei Pflichtverletzungen, die Ihnen vorgeworfen werden. Oder es können auch betriebsbedingte Gründe aufgeführt werden, zum Beispiel bei Umsatzrückgang des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber es nicht schafft, vor Gericht einen dieser Kündigungsgründe darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, wird die Kündigung vor Gericht keinen Bestand haben. Drittens, besonderer Kündigungsschutz. Neben dem allgemeinen Kündigungsschutz kann es auch sein, dass für Sie besondere Kündigungsschutzvorschriften gelten. Dies ist immer dann der Fall, wenn Sie zum Beispiel Betriebsrat sind, sich in Elternzeit oder Mutterschutz befinden oder wenn Sie schwerbehindert sind. Beispiel, wenn Sie schwerbehindert sind, ist eine Kündigung nur dann wirksam, wenn der Arbeitgeber zuvor das Integrationsamt um Zustimmung gebeten hat und die Zustimmung auch ausgesprochen wurde. Vierter Aspekt, fristlose bzw. außerordentliche Kündigung. Dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber steht es selbstverständlich auch frei, eine Kündigung ohne Frist, sprich fristlos auszusprechen. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen eines wichtigen Grundes. Und nach Abwägung der Interessen des Kündigenden mit dem Interesse des Gekündigten muss das Interesse des Kündigenden an einer sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses überwiegen. Das ist immer dann der Fall, wenn es dem Kündigenden unzumutbar ist, bis zum Ablauf der regulären Kündigungsfrist das Arbeitsverhältnis fortzuführen. Wichtige Gründe können für eine fristlose Kündigung insbesondere der Vorwurf einer Straftat oder auch das Vorliegen einer Straftat sein. Fünfter Aspekt, Schriftform. Jede Kündigung ist schriftlich auszusprechen, das bedeutet eigenhändig unterschrieben. Eine Kündigung, die mündlich ausgesprochen wird, per SMS, E-Mail oder WhatsApp, ist unwirksam. Sechster Aspekt, Betriebsrat. Sollte es in Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat geben, ist dieser zwingend anzuhören. Die Anhörung selber unterliegt weiteren Voraussetzungen, die zu beachten sind. Liegt keine Anhörung des Betriebsrats vor oder ist die Anhörung nicht ordnungsgemäß erfolgt, wird eine Kündigung vor Gericht keinen Bestand haben. Siebter Aspekt, Folgeansprüche beachten. Wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist, entstehen auch Folgeansprüche für Sie. Das bedeutet insbesondere, ist zu denken an die Abgeltung von Resturlaub, an den Ausgleich von Überstunden oder auch an die Ausstellung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses. Dies ist insbesondere bei Vergleichsverhandlungen nicht zu vergessen. Achter und abschließender Aspekt, Arbeitsgericht und Kosten. Wenn Sie eine Kündigung erhalten haben und dagegen im Wege einer Kündigungsschutzklage vorgehen, befinden Sie sich in der ersten Instanz des arbeitsgerichtlichen Verfahrens. In dieser ersten Instanz tragen Sie nur Ihre eigenen Kosten und sollten Sie den Prozess verlieren, die Kosten des Gerichts. Sie müssen jedoch nicht die Kosten der Gegenseite fürchten. Sie können sich in der ersten Instanz auch selbst vertreten und müssen keinen Anwalt hinzuziehen. Aufgrund der Komplexität des Arbeitsrechts an sich und der speziellen Situation nach Erhalt einer Kündigung
wird jedoch die Vertretung durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht im Regelfall angezeigt sein. Ihre Erfolgsaussichten und ob sich das Vorgehen auch wirtschaftlich für Sie lohnt, wird dann der Fachanwalt mit Ihnen persönlich individuell erörtern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Marco Admarker.